Wohl nicht ganz zufällig bezeichnet man die Börse, bezeichnet man die Finanzmärkte insgesamt als greatest show on earth, die größte Show auf Erden. Und wohl nicht ganz zufällig ist einer, der US-Präsident ist, auch ein Dirigent dieser größten Show on earth, ein Reality-TV-Star, sowohl als Präsident als auch als Dirigent der Börsen. Und die Börsen, die Finanzmärkte, die verhalten sich wie pavlovsche Hunde. Das erinnert doch alles sehr, sehr stark, was jetzt mit Stimulus passiert, an den Handelskrieg. Erinnern wir uns damals auch, Trump, irgendwie ein harscher Tweet, die Aktienmärkte nach unten, dann wieder Hoffnung schürend, die Aktienmärkte nach oben. Was hat sich eigentlich im Gefolge des Handelskriegs geändert? Null, überhaupt nichts. Die Amerikaner haben ein größeres Handelsbilanzdefizit als vor dem Antritt von Donald Trump als Präsident. Also der Effekt war gleich null. Der Aufstieg Chinas geht weiter. Der relative Abstieg der USA geht auch weiter. Der relative Abstieg des Westens insgesamt geht weiter. Und das war sozusagen eine Art Showveranstaltung, um diesen Abstieg zu kaschieren und nochmal zu sagen, wir sind stark, wir sind der stärkste Junge auf dem Schulhof, wir diktieren China hier praktisch nochmal die Bedingungen, aber faktisch hat sich nichts geändert, die Dynamiken gehen weiter und das dürfte auch für den Stimulus gelten, denn was ändert sich durch den Stimulus? Werden wir dadurch irgendwie eine veränderte langfristige Situation haben? Nein, wir werden sie nicht haben, man verschiebt das Problem weiter in die Zukunft auf Kosten neuer Schulden, das ist es doch, aber die Märkte wollten es eben haben, haben das eingepreist ein Stück weit, mussten das gestern Abend wieder auspreisen, aber ähnlich wie beim Handelskrieg hat Donald Trump jetzt die ähnliche Taktik gemacht, indem er erst diesen Horror-Tweet macht, alle Verhandlungen abbrechen, um dann aber plötzlich wieder zu sagen, naja, aber ich kann doch Schecks unterschreiben von $1,200 für jeden, jetzt komm doch mal her, liebe Nancy Pelosi. Move fast, I'm waiting to sign. Also praktisch wieder die Hoffnung schürt, ja, ein bisschen was geht doch. Und schon springen die Märkte wie pavlovsche Hunde wieder nach oben. Pavlovsche Hunde, das ist ja ein Versuch von Pavlov gewesen, der, wenn er die Hunde gefüttert hat, immer ein Glöckchen geläutet hat. Und als sozusagen dann kein Futter war und das Glöckchen läutete, sind eben die Hunde davon ausgegangen, dass es jetzt Essen gibt, entwickelten Speichel. Und so ist das bei den Finanzmärkten auch. Die haben Anlagenotstand, also reagieren sie praktisch auf das Glöckchen läuten und tanzen herum wie eben solche Hunde. Es ist eigentlich intellektuell ein Trauerspiel, muss man sagen, aber es ist eben die Realität. Es ist die greatest show on earth mit Mechanismen, die im Zirkus irgendwie sind, wo man irgendwie auch den Trick irgendwann mal durchschaut hat, wie der funktioniert. Und wenn man das zweite Mal sieht, dann denkt man sich, gähn, muss das sein? Muss ich mir das antun? Ist das nicht irgendwie fade? Mir kommt es jedenfalls so vor. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die heute wichtig waren. Die große Frage, die man sich gestellt hat, was ist da eigentlich bei Trump passiert? Warum hat er das gemacht? Jetzt ist es so, dass offenkundig eine Theorie besagt, die wohl auch stimmt, aber ob das die Entscheidung alleine motiviert hat von Trump, dass Mitch McConnell gesagt hat, ja, pass auf, die Pelosi, die will dich doch letztendlich über den Tisch ziehen und Trump dann das gemacht hätte, nämlich diesen Tweet abzusetzen. Die zweite Theorie ist hier die obere Grafik von Axios, diesem Insider-Magazin aus Washington. Die sagen, ja, Trump ist umringt von Wirtschaftswissenschaftlern wie Stephen Moore, den er als FED-Mitglied durchdrücken wollte, dabei gescheitert ist. Die sagen, ja, diese ganzen Stimulus-Geschichten, die sind mittel- bis langfristig schlecht für die Wirtschaft. Damit haben sie wahrscheinlich sogar einen Punkt. Jedenfalls sagt Axios, das sei es gewesen, dass man praktisch dann eine Situation verschlimmbessert, die praktisch ihnen dann Schwierigkeiten bereiten würde. Und Art Cashin, eine UBS-Legende, ein alter Trader seit Jahrzehnten, sagt, naja, der Präsident hat realisiert, dass möglicherweise jetzt, wenn er dieses Stimuluspaket macht, Biden dann, wenn er die Wahl gewinnt, davon profitiert. Deswegen will er das so nicht. Also alles sind mögliche Argumente und Begründungen. Ein Argument ist auch, naja, Trump steht natürlich unter Medikamenteneinfluss aufgrund der Behandlung, die er genossen hat. Er hat ja zum Beispiel diese Steroide bekommen, das ist nichts anderes als Cortison, wirkt leicht euphorisierend, macht auch empfänglich übrigens für Entzündungen. Also Trump ist nicht out of the woods, der muss sehr, sehr stark aufpassen jetzt in dieser Situation. Und das ist sozusagen eine weitere Theorie, dass der so ein bisschen gedopt war und deswegen so reagiert hat. Aber er hat heute wieder eine ganze Twitter-Salve losgelassen, sodass man davon ausgehen kann, dass er mittelfristig gedopt ist oder nicht gedopt ist. Jedenfalls dürfte das kein Unfall gewesen sein. Jetzt die Frage, ja,
Warum reagieren die Märkte so wie pawlowsche Hunde? Er sagt Ned Allianz, ein Analysehaus. Naja, die Märkte realisieren, egal wer gewinnt, es wird mehr Stimulus geben. Mal sehen, da bin ich mir nicht so sicher. Die Demokraten haben das zwar versprochen, aber wenn sie dann mal an der Macht sind, dann wird manches Versprechen dann an haushalterischen Realitäten scheitern. Möglicherweise, das darf man nicht vergessen. Remember Clinton 1992, ich werde Steuern senken für die Mittelklasse, um sie dann danach zu erhöhen, mit Rücksicht auf die haushalterische Lage in den USA. Jedenfalls, wie Sven Hendrik hier bemerkt, naja, was ist denn eigentlich mit eurer V-Erholung, dass wir praktisch uns jetzt von Stimulus zu Stimulus hangeln müssen, die Airlines ausbellen müssen, dass wir also die Helikoptergeld an die Konsumenten verteilen müssen. Also diese V-Erholungstheorie, die kann doch irgendwie nicht stimmen. Entweder wir haben eine V-Erholung, dann brauchen wir keinen Stimulus, oder wir brauchen Stimulus, dann haben wir keine V-Erholung. Könnte man mal drüber nachdenken. Aber gehen wir weiter. Trump dann, da spricht für ein bisschen Medikamenteneinfluss, da hat Heather, offenkundig eine Anhängerin von Donald Trump, getweetet, ich würde sogar durch ein Covid-Erregern durchsetztes Wasser warten, damit ich dich dann wählen kann. Das fand Trump ganz toll, finde ich eine etwas sehr schräge Analogie, die hier passiert. Das zeigt, dass das ein bisschen so verrutscht alles, dass da die Grenzen dessen, was irgendwie noch einigermaßen geht, nicht mehr ganz stimmig sind. Pelosi hat dann reagiert, hat gesagt, war klar, dass da natürlich was kommen muss von den Demokraten. Ja, Trump, der wollte doch nur seine Unterschrift unter den Schecks sehen, damit die Amerikaner dann merken, okay, das Geld kommt von Donald. Also klar, es wird jetzt gezankt, es wird jetzt sich auseinandergesetzt. Alles andere war oder wäre überraschend. Hier sehen wir jetzt mal übrigens die Verschuldung der USA, wenn wir die Government, Business und Haushalte sehen, also Unternehmen, Haushalte, und die Regierung seit 2007, also seit der Finanzkrise, verdoppelt. Kann man machen, muss man nicht machen. Jedenfalls muss ja diese Schuld irgendwann bezahlt werden. Oder wir streichen einfach ein paar Nullen dann in der Schuld, weil die Notenbanken all das aufkaufen. Dann kann die Notenbank vielleicht eine Bilanzkürzung machen. Wer weiß es schon. Jedenfalls sehen wir, wie stark das aus dem Ruder läuft. Wenn die Schulden eben schneller wachsen als die Wirtschaft, dann muss man früher oder später sich eben von Stimulus zu Stimulus hangeln. Dann braucht man die Notenbanken. Die Aktienmärkte ohne die Notenbanken wären eine ganz andere Veranstaltung. Das sei vielleicht zumindest mal erwähnt. Auch die Anleihenmärkte waren ja so ein bisschen narkotisiert. Die waren so ein bisschen im Dauerschlaf, hat man den Eindruck. Der Move, das ist praktisch die Volatilitätsbemessung bei den Anleihenmärkten, ähnlich wie beim VIX, beim S&P 500. Der war extrem niedrig, ist gestern dann um 45% gesprungen. Einer der größten, wenn nicht sogar der größte Sprung in der Geschichte. Wir hatten ähnlich große Sprünge. Damals zum Beispiel, als die Tech-Blase platzte, als wir einen Crash bei den Emerging Markets hatten, als der Ölpreis kollabierte. Also da ist schon was passiert, auch in den Aktienmärkten gestern, auch wenn uns heute weisgemacht werden soll, als wäre nichts passiert an den Märkten, weil man eben große Teile der Verluste wieder reinholt. Aber das täuscht vielleicht ein bisschen, denn ziemlich 40% der Aktien im S&P 500 sind mehr als 20% von ihren Hochs entfernt, die sie im Juni erreicht hatten. Eigentlich haben wir das Hoch im Juni gesehen bei den Aktienmärkten. Wenn wir jetzt mal die Fangstocks rauslassen, die eben dann nochmal diesen Push gebracht haben. Also das zeigt, dass diese Rallye nicht so wirklich breit gefächert ist angesichts der doch sehr hohen Kursstände, die wir sehen nach wie vor. Also sehen wir da eine gewisse Divergenz, und die sehen wir auch jetzt letztendlich zwischen Kursentwicklung beim S&P 500 und den Corporate Profits After Tax, also den Gewinnen nach Steuer. Die weisen ziemlich klar nach unten. Die Kurse gehen weiter nach oben. In der nächsten Woche beginnt die US-Berichtssaison. Und dann haben wir die Banken, die hier als erstes berichten. Und interessant, dass es eigentlich ein Muster ist, das wir jetzt sehen, das gar nicht so untypisch ist. Wir gehen nach oben, fallen dann ziemlich drastisch, dann gehen wir wieder nach oben, werden wir jetzt wieder fallen, um dann wieder drastisch zu steigen, spätestens Ende Oktober. Wer weiß es schon, wäre zumindest saisonal relativ typisch. Heute Abend, meine Damen und Herren, kommt die FED nochmal zu Wort, respektive das Protokoll der FED wird veröffentlicht. Heute ja wieder wahnsinnig viele FED-Speaker, die gesprochen haben, die alle sagen, wir brauchen Stimulus, wir brauchen Stimulus, und die FED macht sich Sorgen hier um Layoffs, um Entlassungen. Hier sind die Erwähnungen von Layoffs in offiziellen Texten der FED.
Da sehen wir, dass fast 1% aller Worte sind Layoffs, also sind Entlassungen. Das ist so noch nie gewesen, auch weit mehr als in der Finanzkrise, weit mehr als nach Platzen der Dotcom-Blase, also der Arbeitsmarkt ist das Problem. Und wir sehen, dass jetzt auch in Deutschland die Zahlen sich eintrüben. Hier sehen wir die deutsche Industrieproduktion, die heute veröffentlicht wurde, die erstmals seit April wieder negativ war, nicht stark negativ, aber mit minus 0,2%. Sehen wir, da zeigte der Trend doch ein bisschen nach unten. Wir sind abgestürzt, dann hatten wir Nachholeffekte, deswegen die dramatische Erholung. Aber jetzt eben durch die Einschränkungen, die sich langsam wieder ergeben durch die Corona-Krise, dass Städte teilweise schließen wieder, Paris, Madrid, England ist hier vor allem zu nennen, das bleibt nicht ohne Spuren, und nicht ohne Spuren könnte auch das bleiben, was beim Brexit derzeit passiert. Jetzt sagt UK offenkundig, sagt The Boris Johnson, passt auf, also wenn wir jetzt nicht bis Ende nächster Woche irgendwie ein Ergebnis haben für den Deal, dann werden wir diese Verhandlungen verlassen, denn die Unternehmen brauchen Sicherheit. Wir haben jetzt nur noch ja eigentlich bis Ende Dezember, also ein bisschen über 2 Monate. Und so weit, wie man derzeit auseinander zu sein scheint, ist es sehr unwahrscheinlich, dass da wirklich eine Lösung kommt. Das würde bedeuten, wir haben durch den Brexit dann noch eine nächste Baustelle, die vor allem für die deutsche Autoindustrie ein Problem ist, die ja wahnsinnig viele Teile nach England schickt, um sie dann wieder von dort zurückgeschickt zu bekommen, weiterverarbeitet werden in England, dann wieder zurückgeschickt werden nach Deutschland. Und. Also Baustellen haben wir genug. Wir haben die Notenbanken und wir haben einen Spieler an der Macht, der die Finanzmärkte ein bisschen wie Marionetten tanzen lässt, und die reagieren immer gleich wie pavlovsche Hunde. Es klingelt und dann wird Speichel entwickelt. Man trottet so ein bisschen seligen Auges zu dem Fütterer und denkt sich, ach gut, dass wir was zu fressen haben, auch wenn wir dabei unser Hirn ausschalten dürfen. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend, wenn Sie wollen. Heute 20 Uhr FED-Protokoll. Wir berichten bei Finanzmarktwelt darüber. Seien Sie dabei. Servus und ciao.